sind wir wieder bei Paper Mario. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Part, mit dieser epischen Musik, zu dieser epischen Stimmung hier. Und ja, gehen wir hier doch jetzt einfach mal weiter und wir finden eine Truhe, in welcher sich befindet ein blauer Schlüssel. Ein großer blauer Schlüssel. Interessant. Ich möchte zunächst zu Watt wechseln, damit wir hier eventuell geheime Sachen finden können. Denn das hier wird alles andere als ein einfacher Spaziergang, in dem wir einfach chillen können. Also, Augen offen. So. Das hier. Es ändert sich zwar, wenn wir drauf springen, aber ansonsten passiert da nichts. Gucken wir doch einfach mal, ob es irgendwas gibt, was wir hier eventuell tun können. Wir sehen hier diesen Spiegel und diesen Schalter. Stampfen wir doch einfach mal drauf. Bam! Gegeben und Mamma Mia, das ist irgendwie etwas creepy. Holy shit. Ja, den blauen Schlüssel haben wir ja erhalten und können nun diese Tür hier öffnen und den Weg fortsetzen. So, ist hier irgendetwas? Nein, Mario, da ist nichts. Gut, danke für die Hilfe, Watt. Dann, Bombett, ich brauche mal kurz eine Boom. Natürlich, Mario Moses, gar kein Problem. Wunderbar. Nimm es nicht persönlich, aber ich bräuchte hier jemanden, der versteckte Sachen finden kann. Yay! Ja, ich verstehe schon. Ich mache die Sachen halt lieber kaputt. So, seht ihr hier? Es spiegelt sich hier nicht. Das ist ein kleines interessantes Rätsel. Wir können nämlich hier an dieser Stelle durch. Man wird natürlich dadurch allein schon stutzig, weil es sich eben nicht spiegeln lässt. Und dann können wir hier hin. Und ich bräuchte nochmal Bombenpower. Mario Moses ist gar kein Problem. Genauso wie wenn du Möglichkeiten brauchst, uns ins Freie zu führen, dann würde ich das tun. Ich würde sogar das Meer in zwei sprengen. Oh Gott. Ah, denn Mario ist da, ey. Wir sollten ihn besser ordentlich durchklopfen. Ja, das war irgendwie. Ihr habt mir vorhin verarscht und ihr habt mir vorgetäuscht, ihr wart meine Spiegelbilder und das finde ich asozial und deswegen kriegt ihr jetzt auf die Fresse. Interessante Logik. Aber wir müssen, ich muss ihm definitiv zustimmen. Das geht gar nicht. Bam. 8 Schaden pro Sprung. Das hat gesessen. Autsch. Autsch, autsch, autsch. So, Lady Boo hierfür, dass sie am meisten Schaden machen kann gegen diese Gegner. Wunderbar. 6 nämlich. Er hat 6 gesagt. Oh Mann, wenn ich solche Kommentare lese, könnte ich jedes Mal mir 3 Facepalms geben, weil das ist einfach nur. Oh, Leute, chillt. Hex kommt aus dem Griechischen. Nur zur Info. Und daraus wurde halt 6. Nein, 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 der echte Mario ist zu stark für uns. Oh. Pff, den haben wir es mal richtig gezeigt, diesen Amateuren. Ja, ich glaube, Lady Boo sollte niemals nachgemacht werden, weil dann rastet sie komplett aus. Gut. Hier hinten geht es nun weiter. Gucken wir uns zunächst einmal hier um. Hier finden wir auch diese Tür, die uns nach draußen führt. Die gehe ich jetzt mal als allererstes, wenn ihr entschuldigt, denn hier ist ein Sternsplitter. Yay! So, ich finde diesen Ort so episch, so absolut episch. Also für das 7. Kapitel haben wir sich nochmal einiges einfallen lassen. I love it. So, dann gucken wir hier rein. Und wir finden diese. Ja, das ist der Superpilz. Der ist nicht schlecht, definitiv nicht verschwendet. Oh, da ist etwas. Vorsicht, Mario. Ja, ich sehe, das haben wir gleich. Lady Boo wird dir ein bisschen batschen. Ich werde viel mehr als das tun. Ich werde sie komplett auseinandernehmen. Ja, dass du das tust, das glaube ich dir. So, dann beseitigen wir mal schneller. Okay, wunderbar. Tschüss. Rumpelverschnitt.
Und was ich immer fragt, wer Rumpel ist, das ist ein Charakter aus Paper Mario 2. Und natürlich Lady Wurt im Vorteil. Sie kann an der Decke klatschen. Bam, bam, bam. Natürlich Paracarry kann das auch. Lucky Lester auch. Das ist der einzige Punkt, wie sie eigentlich nützlich werden. Das aber verfliegt, wenn natürlich Lady Buddha ist. Und ja, das ist halt nach wie vor nervig, sag ich mal. Aber muss ich durch. Ich will doch nicht jedes Mal irgendwie Power. Oh Gott, war das war richtig schlecht. Ich wurde diesmal sogar zweimal getroffen. Ach du Scheiße. So, bam. Schwinde. Da hat man schon mal richtig starke Stiefel. Kann sie nicht benutzen, weil die an die Decke kleben. Bis zum nächsten Level Up wird es auch noch dauern. Aber ich hab auch gerade erst eins gekriegt. Also, ja. Vielleicht werde ich dann aber definitiv diesmal meine KP hochtun. Aber gut. So. Schnell. Oh Gott. Das ist auf Dauer wirklich anstrengend, ständig auf diesen A-Knopf zu hämmern. Das könnt ihr mir glauben. Jetzt werde ich auch mal eine Erfrischung einsetzen. Bringt mir zwar nicht allzu viel, aber immerhin ein bisschen was. Kann ich durchaus zum jetzigen Zeitpunkt gebrauchen. Dankeschön und Lady Boo, mach das hier mal bitte fertig. Bam, 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 bam. Genau so geht das. Ich habe dir eine neue Fratze verpasst. Damit würdest du auf jeden Maskenball auf Halloween ohne eine einzige Maske den Preis gewinnen. Wow. Du hast es ihm ganz schön gegeben, kann das sein? Aber selbstverständlich. So, hier runter kommen wir zu dieser Tür. Es ist jetzt alles etwas verwirrend, ich weiß. Ich werde jetzt mal gucken, was sich hier oben befindet. Okay, da gehen nämlich beide Wege. Ich weiß tatsächlich selbst nicht, wie es weitergeht. Ich habe das hier, wie gesagt, das einmal gespielt. Ich rekapituliere halt das, was ich noch so im Kopf... Was? Ich habe da das Action-Kommando versaut? Ich schaffe damit beim Powerhüpfer Rekorde, ja, persönliche. Und hier, was soll ich, das einfache Action-Kommando? Meinen ersten Angriff sofort zunutze gemacht. Wie kann sie es wagen, einen Superstar wie mich zu kopieren? Ich glaube, die spinnt. Oh Gott, Lady Boo mit Angriffsplus, das ist nicht so gut. Deswegen werde ich mich jetzt auch mal verstärken. Und, ja. Du analysiere mal bitte dieses Viech hier. Das ist ein roter Karmic und der ist ein Magier des Cooper-Clans. Fetzige rote Robbe, wa? Der hat 11 KP und 3 Angriffskraft, aber keine Verteidigung. Der kann mit Magie die Angriffskraft seiner Kumpanen erhöhen. Kümmere dich um ihn, bevor er seine Leute aufpeppt, weil dann wird's echt krass, ey. So. Ja, macht nach wie vor nur einen Schaden. Aber natürlich typische Lady Boo-Angriffsmuster. Autsch. Und jetzt kommt der noch. Aber... Jetzt ist es um 2 erhöht, oder wie? Okay. Sie muss weg vom Fenster. Definitiv. Und ja. Ist ja gar nicht mal nötig gewesen, weil ich sie hier komplett zerstöre, aber gut. So, und für dich, mein Lieber, probiere ich meine Multikopfnuss. Ah! Eng. Nein! Du Schisser, du blöder Mann! Mist, schade. Er hatte gehofft, ich hätte ihm so seine die Sternpunkte abnehmen können. Aber gut. Gucken wir erstmal, was wir hier finden. Genau, ich dachte nämlich, dass es hier oben zum Item geht. Hier haben wir einen Sternwind. Erhöht unsere Quatsch. So viel Erhöhung, dass ich jetzt komplett raus bin. Nein. Tut für 6 Schaden angreifen. Damit kann man leben. So. Und jetzt geht es hier unten an die Erkundung. Erstmal mit diesem Gegner hier. Bam, wie viele sind da von euch? So viele. Okay, wisst ihr was? Ich... Oder? Ja, ich setze den Sternwind gleich mal ein, den ich bekommen habe. Erscheint mir sinnvoll. Weil, ja, ich habe jetzt einige Angriffs-Items und warum nicht? Jetzt sind die beiden nämlich am Boden und ich kann sie ganz gechillt erledigen. Natürlich kann auch, hätte ich sie auch mit der Dibu etc. angreifen können, aber eben nicht für 8 Schaden und ja.
Das hier ist doch auf Dauer nervig, wie ihr euch vorstellen könnt. Daher lassen wir es erstmal hierbei. So. Ich werde jetzt eine weitere Erfrischung reinhauen. Einfach, um mich langsam aber allmählich ein bisschen immer wieder aufzufüllen. Wenn keine Herzbox kommt, werde ich wieder nochmal einen Superpilz essen, den ich vorhin gefunden habe. Hierum kann sich dann Gubario kümmern. Aber ich halte mich auf einen ganz guten Strich. Also so über 20 KP und BP. Das sollte mein Ziel sein, etwa dieses Niveau zu behalten, würde ich mal sagen. Ba-ba-bam. Suppi, danke für die Blumen. Und zwar, was denn das Wort ist, danke für die Blumen? Ist mir gerade aufgefallen, weil wir natürlich Blumen gekriegt haben. Oh. Wen haben wir denn da hinten? Ich glaube, du möchtest mal von deinen Besen runter. Sehe ich das richtig? Ja. Yep. Das sehe ich, glaube ich, komplett richtig. Bam. Was, nur einen? Seriously? Einen? Okay. Das ist komisch. So. Na? Liebe Wild und Herren, triff alle Gegner. So, Paragel, zeig mal, was du kannst. Bäm. Schön gegeben. Schön gegeben. Aber die ist auch sehr blütenpunktelastig. Aber natürlich besser als Powerbombe. Powerbombe, ja, 8 Schaden. 8 Blütenpunkte, die sie abziehen. Valkyrie war, glaube ich, bei 5. Ja, aber natürlich trotzdem sollte man ein bisschen mit seinen Blütenpunkten haushalten, denn wir haben keine Sternenattacke, die mehr als 5 Blütenpunkte uns zurückgeben würde. Also, ja, wir haben natürlich den Himmelskuss für die KP. Oh ne, war sogar 6. Ja, das war da vielleicht doch ein bisschen viel. Oh, ja, diese Gegner sind einfach nervig. Die sind echt nervig. Mario, ich dachte, ich darf ihn besiegen. Nee, das hat der Gumbario machen. Damit er seinen Kopf trainieren kann. Yeah, Mann! Ich sag doch, ey, ich hab den größten Stahlkopf ever. Okay, ein Voltpilz. Benutze ich jetzt an sich nur, um mir Geld zu farmen. Und hier haben wir einen Schlüssel. Einen Power-Up-Verteidigung Rauforden. Das hängt eigentlich so ein, die Verteidigung um eins. Ja, das mache ich nicht. Diese Orden sind wirklich, wenn man zum einen total der Staller ist oder zum anderen total der Angreifer. Ich kann euch ja mal zeigen, wie viel dafür verlangt werden würde. Wo sind sie denn? Da, 2. Also es ist nicht, es ist wesentlich weniger als ein Verteidigungsplus oder ein Angriffsplus, aber natürlich kommt es dazu einem viel größeren Nachteil. So, jetzt solltet ihr euch fragen, was zum Teufel? Wir haben ja überhaupt nichts gefunden. Keinen Schlüssel, wo wir hier weiterkommen könnten. Nun, das ist richtig. Wir haben keinen Schlüssel gefunden, mit dem wir weiterkommen können. Aber es gibt etwas, das haben wir, ja, noch nicht wirklich erkundet. Erinnert ihr euch an diesen roten, an dieses rote X, wo wir letztes Mal waren? Beziehungsweise, was wir am Anfang vom Part gesehen haben. Hier genau an dieser Stelle war es. Und jetzt ist hier ein Loch und wir kommen hier nach unten. Und hier sollten wir jetzt mal umschauen. Deswegen auch wieder Watt, damit ich ein bisschen leuchten kann. Ja, gerne leuchte ich für dich. Oh, da ist was zum Putt machen. Ja, Putt machen. Mach mal Boom Boom. Kein Problem. Bam. Wunderbar. Mama mia, what the fuck? Was seid ihr denn? Warum versucht ihr alle, wie ich auszusehen? Mario, sag bloß, du kannst die wahre Bombe dich herausfinden. Du erkennst mich doch, oder? Hey, das habe ich gehört. Random Star Smiley. Du verbreitest Lügen, du Betrügerin, Random Stern Smiley. Ich bin die echte Bombette, Random Stern Smiley. Oh nein, nein, Random Herz Smiley. Mario, schau mir in die Augen und du wirst die Wahrheit erkennen, Random Herz Smiley. Ich bin die wahre Bombette, Random Herz Smiley. Nur ich kann die echte sein, Random Herz Smiley. Denn hier sind nur Lügnerinnen, Random Herz Smiley. Ich bin es, Mario. Ich falle hier auf diese üblen Tricks rein. Wenn du dich täuscht. Täuschen lässt, sag, jage ich dich in die Luft. Ich bin die wahre Bombette. Bitte vertraue deinen Augen und sieh mich an. Ich lüge nicht. Nein, ich halte das nicht mehr aus. Mario, schmettert den Betrügern deinen Hammer um die Ohren.
Sie alle geben vor, ich zu sein. Ich halte das keine Sekunde länger aus. Oh, das ist eine nette Idee, meinem Herz, Smiley. Das wird die Sache klären, meinem Herz, Smiley. Ja, gute Idee. Ich hasse Betrüger. Mario, ich bin die echte Bombette, also wage es nicht, mich zu schlagen. Oh Gott, jetzt sind die dann echt scheiß Situation. Wenn ihr mir beistehen wollt bei dieser echt scheiß Situation, dann gebt einen Daumen hoch für diesen Part. Und wenn nicht, dann einen Daumen runter und schaut das nächste Mal wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dann.